Für diese wunderschöne Tasche braucht ihr nur Makramee-Garn. Also ich habe da jetzt keine Taschenkarabiner oder ähnliches verwendet. Das wird einfach alles nur geknotet. Meine Tasche ist 15 cm breit ungefähr und 18 cm lang, plus die Fransen hier unten. Ich habe das mit 3 mm Garn geknotet und insgesamt, also für die komplette Tasche, habe ich ca. 80 Meter von diesem Garn gebraucht. Wir werden jetzt hier oben an diesem Bund anfangen und dafür brauchen wir einmal ein Seil mit einer Länge von 1,80 Meter und das habe ich hier schon mal zurechtgeschnitten und das werden wir jetzt zweimal doppelt legen, also einmal und zweimal. Und hier oben in der Mitte werden wir uns jetzt einen kleinen Platzhalter befestigen. Ich habe dafür einfach hier so ein Reststück Garn, das ist 5 mm und ich befestige mir das jetzt einfach mit einem Ankerknoten einfach durch. Ich zeige dir nachher aber auch noch mal genauer. Und dieser Platzhalter markiert im Grunde den Bereich, wo wir nachher unseren Taschenriemen dran befestigen werden. Und rechts und links von diesem Platzhalter entsteht dann die Vorder- und die Rückseite unserer Tasche. Dafür brauchen wir jetzt nochmal 36 Fäden a 1,60 m, also 18 für vorne und 18 für hinten, also 18 rechts von diesem Platzhalter und 18 links von diesem Platzhalter. Und die schneiden wir uns jetzt erstmal zurecht. So, ich habe jetzt alle meine Fäden geschnitten, 18 hier, 18 da, und die werden jetzt jeweils einmal rechts und einmal links von unserem Platzhalter mit einem ganz einfachen Ankerknoten befestigt. Also ihr müsst euch jetzt jeden einzelnen Faden nehmen, mittelt ihn einmal, dann geht ihr mit dieser Schlaufe hier über beide Fäden drüber, geht mit der Schlaufe unten drunter durch und zieht euch hier die beiden Enden durch die Schlaufe nach unten weg. Das sieht dann so aus, also wie so eine kleine Brezel, und das zieht ihr euch dann fest, so dass dieser kleine Knubbel hier oben ist. Und das macht ihr jetzt, wie gesagt, mit allen 36 Fäden. Also einmal mitteln, mit der Schlaufe oben drüber gehen, unten drunter und die beiden Fäden durch die Schlaufe nach unten wegziehen. So, gefühlte 5 Stunden später habe ich jetzt alle meine Fäden befestigt. Ich habe das jetzt mal zusammengeklappt. Hier ist mein Platzhalter und hier halt die Vorder- und die Rückseite von dem Ganzen. Schaut jetzt einfach mal, dass die schön bündig gegenüber liegen. Ja, und dann werde ich das Ganze jetzt gleich aufhängen und dann werden wir mit den Kreuzknoten weitermachen. Also diese ganze Tasche besteht im Grunde nur aus Kreuzknoten, also versetzten Kreuzknoten. Es ist super einfach, wirklich, ich verspreche es euch, ihr schafft das auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier schon mal eine Seite fertig gemacht, damit ihr einfach seht, wie das Ganze ungefähr aussehen wird nachher. Also wir werden ja jetzt hier mit den Kreuzknoten starten. Wir haben uns ja auf jeder Seite eben 18 von diesen einzelnen Strängen festgeknotet. Und die werden wir jetzt, jeweils 2 mit dem Kreuzknoten verbinden. Also das heißt, wir machen jetzt hier in der ersten Reihe, also hier insgesamt erstmal 9 Kreuzknoten und dann arbeiten wir uns hier Reihe für Reihe vor und das Ganze dann immer im Versatz. Also ihr seht halt, hier haben wir 2 Kreuzknoten gemacht und in der nächsten Reihe sitzt der Kreuzknoten dann genau hier unten dazwischen und so wechselt das dann immer und dann entsteht halt wirklich so ein ziemlich schönes Muster. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier mit dieser Seite. Ich nehme jetzt hier meine ersten beiden Stränge. Die mittleren sind immer der Mittelstrang und mit den beiden äußeren hier wird geknotet. Ich lege mir jetzt also hier einmal auf der linken Seite eine Schlaufe. Dann nehme ich mir den rechten Faden, lege ihn über den linken und gehe damit unter dem Mittelstrang entlang, durch die Schlaufe und nach vorne wieder raus. Dann sieht das jetzt so aus.
Und das ziehen wir uns jetzt einmal oben fest. So, jetzt wird das einmal noch zur anderen Seite gemacht, also die Schlaufe dieses Mal auf der rechten Seite. Hier den linken Faden über den rechten und unter dem Mittelstrang durch die Schlaufe raus. Dann nehmen wir uns die nächsten beiden Stränge und machen das gleiche wieder. Also die mittleren sind der Mittelstrang. Ich lege mir jetzt hier links meine Schlaufe mit dem rechten Faden über den linken, unter dem Mittelstrang entlang und durch die Schlaufe wieder nach draußen und festziehen. Und zur anderen Seite, also Schlaufe hier rechts, links der Faden über den rechten, unter dem Mittelstrang entlang und raus. Und das machen wir jetzt im Grunde hier mit den restlichen Strängen genauso. So, jetzt werden alle Knoten im Grunde miteinander verbunden. Das heißt, wir fangen hier mit diesen beiden an und nehmen uns jeweils hier diese vier mittleren, also von dem zwei und von dem zwei immer die, die sich in der Mitte zusammentreffen, weil ja hier unser nächster Kreuzknoten entstehen wird, und verbinden die so miteinander. Also genau wie eben, das hier ist der Mittelstrang und mit den beiden äußeren wird geknotet. Ich lege mir hier wieder die Schlaufe auf der linken Seite hin, den rechten Faden über den linken, gehe damit unter dem Mittelstrang lang und durch die Schlaufe nach draußen. Und das sieht jetzt wieder so aus. Also wir haben die jetzt hier miteinander verbunden und hier unten, hier entsteht jetzt unser nächster Knoten. Jetzt müssen wir einfach nur sehen, dass wir das möglichst gleichmäßig ziehen. Jetzt die Schlaufe wieder zur rechten Seite, den linken Faden über den rechten und unter dem Mittelstrang entlang gehen. Und das Ganze einmal hier oben festziehen. Ihr müsst immer darauf achten, dass ich hier diese beiden Fäden von dem Mittelstrang nicht verdrehen. Da kann man dann auch immer noch mal hier so einzeln dran ziehen. So, jetzt haben wir hier unseren nächsten Kreuzknoten im Versatz im Grunde gemacht, also immer dazwischen. Jetzt arbeiten wir uns hier weiter vor, also hier die beiden anderen Fäden von dem Kreuzknoten und die beiden von dem daneben. Also haben wir wieder vier Fäden, der Mittelstrang und die beiden Fäden zum Knoten. Und das gleiche jetzt wieder. Und jetzt kommt hier unser letzter Kreuzknoten hin. Ihr seht, hier hängen die Fäden jetzt einfach an der Seite. Da geht sie jetzt erstmal nicht weiter. Also hier der letzte. So, und hier entsteht jetzt auch schon die Treppe, genau wie hier. Wir machen hier unten mit diesen beiden Kreuzknoten jetzt weiter, also nehmen uns jeweils hier die mittleren Fäden, damit wir hier einen neuen Kreuzknoten hinmachen können. Und so geht das jetzt im Grunde erstmal immer weiter. Ich würde sagen, ich mache das jetzt erstmal. Ich würde sagen, ich mache das jetzt erstmal weiter und ihr macht das auch weiter. Und dann sehen wir uns, wenn die Seite genauso aussieht wie die. Und dann werden wir hier die beiden Teile miteinander verbinden.
Ich habe jetzt hier alle Knoten verbunden, die ich verbinden konnte. Und jetzt werden wir hingehen und eine Seite hier schon mal schließen. Und dann können wir nämlich hier diesen Bereich auch mit den Kreuzknoten erstmal weiter knoten. Ich mache mir jetzt die Klammer hier mal ab und werde mir diesen Faden einfach hier oben oder diesen Platzhalterknoten hier oben einmal so festknoten. Also einfach nur hier an diesem Holzstück fixieren. So, jetzt ist das einigermaßen gerade. Und jetzt werden wir hier diese beiden Knoten ebenfalls miteinander verbinden. Das heißt, ich nehme jetzt hier auch die mittleren Fäden, also die vier Stück, zwei von jedem Kreuzknoten und verbinde die beiden miteinander. Genau wie eben. Schlaufe links, rechten Faden über den linken und unterhalb des Mittelstrangs einfach aus der Schlaufe raus. Und jetzt müssen wir hier natürlich gucken, dass wir das schön gleichmäßig machen. Also damit auch dieser Knoten, den wir uns jetzt hier hin machen, dass der halt eben auf der Höhe der zweiten Reihe ungefähr ist. So, und jetzt haben wir natürlich wieder die Möglichkeit, die beiden miteinander zu verbinden und die beiden miteinander zu verbinden. Ich mache das jetzt hier mal. Also wir wollen jetzt diese beiden hier verbinden. Ich nehme mir also wieder hier diese vier mittleren Fäden. Hier sind meine beiden Kreuzknoten und ich habe jetzt hier diese vier Fäden und mache da genau wie eben auch den Knoten einmal zur einen Seite und dann nochmal zur anderen. Ihr guckt jetzt einfach immer, welche Knoten ihr noch nicht verbunden habt. Das wäre in diesem Fall, sind es jetzt hier die beiden und wieder die vier Fäden nehmen. Und dann könnt ihr euch jetzt hier auch wieder Reihe für Reihe weiter vorarbeiten, bis ihr hier unten einmal die gerade Linie habt. Und dann schließen wir die Tasche an der anderen Seite auch noch. Und dann können wir einfach gerade runter knoten nachher. So, wir sind jetzt hier erstmal jetzt ja fertig. Also wir können jetzt natürlich hingehen und hier unten die Reihen weiter knoten, bis wir dann nachher hier unten auch so ein Dreieck haben. Wir können aber jetzt auch einfach schon mal hingehen und das Ganze zusammenklappen. Ich habe mir jetzt hier oben diesen Platzhalter Knoten einfach mal weggemacht, also und dieses Loch, wo nachher unser Taschenriemen dran befestigt wird, also hier haben wir diese freie Stelle, die habe ich mir jetzt einfach mal in dieses Holz reingehangen und klappt das Ganze jetzt zu. Und hier sind ja diese Endfäden von dem Bund und das werde ich mir jetzt einfach auch hier an diesem Holzteil festmachen. Knoten. So, ihr schaut jetzt hier auf diesen offenen Teil von der Tasche, den wir jetzt hier auch schließen wollen. Wir haben ja hier und hier jeweils einen Kreuzknoten und auch die wollen wir jetzt verbinden. Also ich nehme mir einfach wieder hier diese vier mittleren Fäden, hier diese beiden oberen, das sind die, die unser Mittelstrang werden und mit den beiden anderen werden wir jetzt den Knoten machen. Also alles wie eben auch eine Schlaufe und einfach nur verbinden. Jetzt haben wir hier diese beiden nebeneinander. Also ihr müsst einfach nur ein bisschen gucken, dass die auch wirklich auf einer Höhe sind. Also wenn ihr jetzt hier den ersten Knoten auf der Seite macht, schaut halt, dass die, wie gesagt, auf einer Höhe liegen. Und jetzt können wir nämlich einfach hier rum weiter unsere Kreuzknoten machen. Also wir wollen jetzt hier diese beiden verbinden, nehmen also wieder hier unsere vier Fäden.
Dann können wir die beiden verbinden. Ihr müsst jetzt einfach immer nur schauen, welche Knoten auf einer Höhe sind, welche ihr verbinden könnt. Und arbeitet euch jetzt hier im Grunde erstmal von dieser Seite vor, dann geht ihr auf die andere Seite und macht das da genauso. Jetzt bekommen wir halt mit jedem Knoten, den wir hier an der Seite mehr machen, immer mehr die Möglichkeit, auch hier das alles zu schließen. Also wir könnten jetzt hier diese beiden Knoten wieder nehmen, oder wir nehmen sie uns jetzt einfach mal hier und einen Knoten dazu. Hier an der Seite, das seht ihr jetzt hoffentlich auch, da haben wir auch immer noch hier diese beiden Knoten. Es wird jetzt einfach alles immer nur immer weiter miteinander verbunden. Ich bin jetzt hier auf beiden Seiten auf einer Höhe und ja, kann jetzt einfach reihum weiter meine Kreuzknoten machen. Immer weiter und dann haben wir es bald. Meine Tasche ist fertig. Ich habe insgesamt 22 Reihen geknotet. Unten ist sie jetzt natürlich noch offen und das werden wir jetzt erstmal schließen. Ich klemme mir die Tasche dafür einfach mal so zwischen die Knie und sortiere mir erstmal meine Fäden. So, wir schließen jetzt hier unten die Tasche ganz einfach mit Kreuzknoten, also so wie wir sie die ganze Zeit schon gemacht haben. Und zwar werden wir immer hier diese seitliche miteinander verbinden, aber wir haben hier jeweils ja noch diese beiden Randknoten und von denen lassen wir hier einfach diese mittleren, die lassen wir hängen und dann nehmen wir uns die beiden. Und hier von diesen beiden gegenüberliegenden Kreuzknoten jeweils einen Faden. Also wir werden uns jetzt hier Reihe für Reihe oder Faden für Faden durcharbeiten, bis wir hier hinten am Ende angekommen sind. Also ich habe jetzt hier die beiden Fäden von meinem Randknoten. Das lasse ich einfach hängen. Und dann die beiden Fäden von den beiden Kreuzknoten hier an der Seite. Ich ziehe die jetzt einfach mal so zu mir rüber. Die beiden mittleren sind wie eben auch der Mittelstrang und mit den beiden anderen verbinden wir jetzt diese beiden Kreuzknoten miteinander. Hier müssen wir die Knoten auch schön festziehen, weil das soll ja auch nicht wieder aufgehen. So, jetzt haben wir hier den ersten gemacht und diese vier Fäden, die können wir jetzt hier einfach nach vorne weghängen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann nehmen wir uns die nächsten beiden Fäden, wieder zu uns nach vorne ziehen und wie gehabt miteinander verbinden. Also im Grunde auch sehr, sehr einfach. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten müsst, ist, dass ihr die richtigen Fäden jeweils erwischt. Kommen die auch nach vorne. Also manchmal liegen die ja so ein bisschen komisch. Also das Ganze muss einfach symmetrisch sein. Also ihr guckt immer, habe ich von jeder Seite den gleichen Faden. Also jetzt hier wieder diese beiden nach vorne holen. Die mittleren sind der Mittelstrang und mit den beiden Außenfäden knoten wir das Ganze jetzt fest. Und dann kommen die auch aus dem Weg. Und es geht weiter. Hier sind die beiden nächsten Fäden. Ja, und das, wie gesagt, ist jetzt alles. Das macht ihr wieder bis zum Ende. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt,
Also wenn ihr alle richtigen Fäden erwischt habt, dann habt ihr hier nachher am Ende auch wieder genau wie auf der Seite diese beiden Mittelfäden vom Rand und die bleiben auch einfach nur hängen. Da ist definitiv, die ist jetzt unten zu und ihr könnt euch die Fransen jetzt so schneiden, wie ihr möchtet hier unten. Ich finde das ja auch ganz schön, wenn die ein bisschen länger hängen, aber das macht ihr einfach, wie ihr möchtet. Ja, und jetzt kommt hier oben noch unser, wie gesagt, unser Taschenriemen dran. Der Taschenriemen, der wird jetzt ebenfalls mit den Kreuzknoten geknotet und ihr braucht dafür, erschreckt bitte nicht, 2 x 10 Meter Seil. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lang, ich weiß, aber dieser Riemen wird ja auch relativ lang, also in meinem Fall ca. 1,33 Meter. Also das ist ja so eine Tasche, wo ich weiß nicht, ob es dafür einen Namen gibt. Also der Schulterriemen, der liegt mir jetzt auf der rechten Schulter, geht dann so quer über den Körper und die Tasche liegt dann auf der linken Hüfte. Und dementsprechend lang muss dann natürlich auch dieser Taschenriemen sein. Ihr müsst euch den nachher einfach mal, wenn ihr geknotet habt oder wenn ihr knotet, haltet ihr euch den einfach mal an und schaut, wie lang der bei euch dann sein muss. Also als Anhaltspunkt könnt ihr euch ja mal so 1,30 ungefähr, 1,35 merken. So, diese 10 Meter Seile, also das ist jetzt nur mal so ein Beispielfaden hier. Diese Seile, die werden jetzt einfach hier mit einem Ankerknoten an dieser Stelle hier befestigt, da wo eben unser Platzhalter war. Ihr werdet euch die allerdings nicht einfach nur mitteln, also so, dass ihr 2x5 Meter habt, sondern ihr versetzt die so ein bisschen. Und zwar so, dass hier eure mittleren Fäden 1,70 sind und die beiden äußeren dementsprechend dann 8,30 Meter. Ich befestige jetzt einfach mal hier diese kurzen Beispielfäden mit einem Ankerknoten. Und zwar habe ich mir die jetzt halt so zurechtgelegt und gehe dann mit der Schlaufe hier von unten, so durch das Innere der Tasche im Grunde, mit der Schlaufe durch dieses Loch durch, lege mir die Schlaufe dann oben drüber und ziehe mir die Endfäden nach oben hin wieder raus. Den anderen auch noch. Also mit der Schlaufe einfach hier durchgehen, die Endfäden durchziehen und die sind natürlich jetzt bei mir nicht gleich, aber ihr seht halt hier, die mittleren sind die kurzen und hier außen die Fäden, die sind dann wesentlich länger. Ja, und jetzt wird der Kreuzknoten, wie gesagt, gemacht. Wir haben den ja schon die ganze Zeit eben gemacht, also den muss ich ja jetzt nicht nochmal zeigen. Ihr macht das jetzt immer im Wechsel, also ihr fangt am besten auch hier Schlaufe links an und dann wechselt es immer rechts, links, rechts, links, rechts, links und so weiter. Also einfach bis euer Riemen dann so lang ist, wie er für euch gut passt. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch und zwar, wie ihr erkennen könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal eine Pause gemacht habt, in welche Richtung ihr jetzt wieder knoten müsst, also wo eure Schlaufe hin muss. Ich mache dafür jetzt einfach mal schnell ein paar Knoten und dann zeige ich euch das. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Knoten gemacht und ihr müsst immer nur schauen, wo ist dieser Knubbel hier. Also an diesem Knubbel könnt ihr euch immer orientieren. Der ist jetzt hier auf der linken Seite und das heißt dann, dass da, wo dieser Knubbel ist, auch eure Schlaufe hin muss. Und in diese Richtung zieht ihr dann auch den Faden. So. Jetzt ist der Knubbel hier auf der rechten Seite. Das heißt, dass da auch jetzt dann eure Schlaufe zur rechten Seite gelegt werden muss und ihr auch in diese Richtung euren Faden zieht.
Das finde ich ist ein ganz guter Tipp, wie man sich das halt merken kann, weil das mit diesem Taschenriemen, das dauert ja jetzt eine ganze Zeit. Also das habt ihr nicht in 5 Minuten geknotet. Und wenn man dann mal aufgehört hat, dann weiß man immer, dass man sich nur an diesem kleinen Knubbel hier an der Seite orientieren muss. Ich würde euch auch empfehlen, jetzt am Anfang euch die Tasche einfach zwischen die Beine wieder zu klemmen. Und dann lässt es sich wesentlich einfacher knoten. Und wenn das Teil dann schon ein Stückchen länger geworden ist, dann hängt euch das irgendwo über eine Stuhllehne oder so. Dann habt ihr auch immer so einen Zug drauf und die Knoten werden dann auch gleichmäßiger, weil also sich das hinzulegen und dann zu knoten, das funktioniert einfach nicht. Ich bin jetzt froh, wenn die Tasche fertig ist. Nicht, weil ich sie nicht schön finde, ganz im Gegenteil, aber weil es doch relativ kompliziert war, das zu zeigen. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Wenn euer Riemen hier fertig ist, dann zeige ich euch noch ganz, ganz schnell zum Ende hier, wie ihr den auf der Seite befestigen könnt. Und dann sind wir fertig. Ich habe jetzt hier diese Fäden von dem Bund und die klappe ich mir einfach hier mal auf. Dann nehme ich mir meinen Taschenriemen, der möglichst nicht verdreht ist. Also überprüft das am besten mal. Und dann lege ich mir diese Fäden von dem Mittelstrang einfach hier oben hier drauf. So dass halt das, mein letzter Kreuzknoten hier oben direkt bündig abschließt. Jetzt nehme ich diese Buntfäden und überschlage die einfach mal. Und was wir jetzt machen, wir werden jetzt einfach mit diesem Taschenriemen noch einen Kreuzknoten machen. Also das heißt, ich habe hier meine Arbeitsfäden von eben, den lege ich mir jetzt einfach hier schon mal drüber und das muss man sehr vorsichtig alles machen. So, ich mache mir jetzt hier einen Kreuzknoten drum und umknote somit hier diese Buntfäden. So, ich habe das nicht in Zeitlupe gefilmt. Ich bewege mich gerade tatsächlich so langsam. Jetzt können wir das hier mal an diesen Buntfäden mal ziehen und hier vorsichtig den Kreuzknoten festziehen. Und da zieht ihr am besten immer so einzeln an den Fäden. So. Sortiere mir das noch mal schnell. So, das sind jetzt die 4 Fäden von dem Taschenriemen und das hier sind die Fäden von dem Bund. Und jetzt werden wir mit diesen Bundfäden einfach noch mal einen Kreuzknoten machen. Also diese Taschenfäden, das sind jetzt unsere Mittelstrangfäden und jetzt lege ich mir hier meine Schlaufe rechts und gehe ganz vorsichtig hier unten durch. Hier müsst ihr jetzt natürlich auch bei den Buntfäden darauf achten, dass die nicht verdreht sind. Zieht auch hier immer lieber einzeln an den Fäden, damit das halt auch wirklich schön gleichmäßig bleibt. So. So sieht das jetzt aus. Also das ist fest und das hält auch. Und jetzt machen wir hier unten noch einen Wickelknoten hin, damit das einfach ein bisschen schöner aussieht. Für den Wickelknoten braucht ihr noch mal ein Stückchen Seil, so 60, 70 cm. Und das legt ihr euch dann zu so einer Schlaufe. Ihr müsst jetzt einfach nur gucken, dass dieser kurze Faden halt ungefähr so lang ist, wie nachher hier eure Fransen hier werden sollen.
also ruhig ein bisschen größer machen. Und ich habe mir da unten so einen kleinen Knoten ganz locker hingemacht, damit ich nachher weiß, welcher von den Fäden das war. So, jetzt legen wir uns diese Schlaufe einfach nur hier oben drauf. Hier oben ist jetzt die Schlaufe. Und dann nehmt ihr euch den langen Teil, dieses lange Endteil. Und dann wickeln wir jetzt von hier unten nach oben, also Richtung Schlaufe. Haltet das alles gut fest und dann umwickelt ihr das einfach nur. So bis oben hin, also da, wo eure Kreuzknoten aufhören, bis dahin wickelt ihr. Jetzt haben wir hier diese kleine Schlaufe und ich gehe jetzt mit diesem Faden, mit dem ich gerade gewickelt habe, einfach da durch. So. Und jetzt suche ich mir hier unten den Faden mit dem Knötchen dran. Haltet das hier gut fest. Wo ist er? Hier. Da ist der Faden mit dem Knoten und jetzt zieht ihr da dran einmal. Und jetzt seht ihr, dass hier oben die Schlaufe kleiner wird. Also wir ziehen uns jetzt die Schlaufe und dieses Endstück hier oben unter den gewickelten Teil. So. Jetzt schneidet er es hier oben ab und zieht dann nochmal an dem Faden, bis diese Schnittstelle verschwunden ist, also diese kleinen Fransen. So, also ich habe so lange überlegt, wie man das am besten hier beenden oder befestigen kann. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Lösung so. Und jetzt schneiden wir uns hier die Fäden einfach nur noch ab. Irgendwo. Ja, und wie gesagt, hier unten die Fransen, die könnt ihr euch natürlich auch noch so schneiden, wie ihr es möchtet. Und ja, jetzt sind wir fertig mit der Tasche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde die Tasche wirklich wunderschön und ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und vielleicht macht ihr sie einfach mal nach.